Die deutsche Verwaltung funktioniert sehr effizient, wenn es darum geht, Steuerbescheide zuzustellen. Bei Drogendealern scheinen die Behörden oft ohnmächtig. Kann sein, dass Sie das mal gedacht haben. Gesagt aber hat es ein Mitglied der Bundesregierung, der neue Gesundheitsminister Jens Spahn. Und er hat damit eine hitzige Debatte ausgelöst über das, was er Recht und Ordnung nennt. Kann man sich in Deutschland wirklich nicht mehr sicher fühlen oder schürt Jens Spahn Ängste? Das Thema bei Sandra Maischberger. Angst auf der Straße. Muss der Staat härter durchgreifen? Unsere Gäste. Philipp Amthor, der CDU-Innenpolitiker, gibt Jens Spahn recht. Er fordert eine Null-Toleranz-Strategie gegen kriminelle Clans, aber auch gegen Kleinkriminelle und Drogendealer. Der frühere FDP-Innenminister Gerhard Baum wirft Jens Spahn Panikmache vor. Er sagt, es gibt keinen Mangel an Recht und Ordnung. Wir leben in einem sicheren Land. Die Angst der Leute werde für politische Zwecke missbraucht. Imitis Pohl, die Unternehmerin, hielt Deutschland früher für das sicherste Land der Welt. Nun hat sie Angst um sich und ihre Töchter. Sie fragt, die Bürokratie funktioniert super in Deutschland. Warum schaffen wir es nicht, die Kriminalität von der Straße wegzuräumen? Heiko Migirdjian betreibt einen Kiosk am Kölner Ebertplatz, der als einer der gefährlichsten Orte der Stadt gilt. Die Polizei sei machtlos, sagt er. Wenn die einen Drogendealer festnimmt, ist er am gleichen Abend wieder an meinem Kiosk. Der Kriminologe Thomas Feltes wirft der Politik vor, die Angst der Bevölkerung zu schüren. Er sagt, es gibt in Deutschland keine Orte, an die sich die Polizei nicht traut. Die objektive Sicherheitslage wird immer besser. Bodo Pfalzgraf widerspricht. Der Polizeihauptkommissar und Gewerkschafter sagt, dass seine Kollegen zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Es gibt Stadtviertel, in denen der Rechtsstaat nicht mehr so funktioniert. Die Gegenden vermüllen, die Häuser verwahrlosen. Das zieht Kriminelle an. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Es war tatsächlich nur ein Satz in einem sehr langen Interview von Jens Spahn, aber das hat gereicht für begeisterte Zustimmung und harsche Kritik. Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Diese Handlungsfähigkeit war in den letzten Jahren oft nicht mehr ausreichend gegeben. Schauen Sie sich doch Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen. Mit diesem Interview löste der CDU-Politiker Jens Spahn letzte Woche eine hitzige Debatte aus. Tatsächlich steigt laut Umfragen das Unsicherheitsgefühl vieler Bürger. Ich würde sagen, es ist alles unsicherer geworden allgemein. Handtaschendiebstähle, so bei älteren Damen und so. Ja, also das habe ich live miterlebt. Ich persönlich könnte mich verteidigen, aber meine Freundin zum Beispiel, die wohnt auch hier, wenn die nachts kommt, dann ist es halt nicht so schön. Ne? Ich würde auch abends nicht allein hier ins Kino gehen. Da geht mein Mann immer mit und er sagt immer, wir fahren mit dem Auto, weil wir auch schon Angst haben, in der U-Bahn da unten zu gehen. Man hat ein ungutes Gefühl. Unser Gast, der Kriminologe Thomas Feltes, hält der gefühlten Unsicherheit die Kriminalstatistik entgegen. Obwohl wir in Deutschland in einer der sichersten Gesellschaften leben, haben wir eine zunehmende Verbrechensangst. Teilweise ist die Angst, im nächsten Jahr Opfer einer Straftat zu werden, 60 Mal so hoch wie die reale Gefahr. Sind die Ängste vieler Menschen also unbegründet? Herr Baum, Sie sind seit etwa 50 Jahren mit der deutschen Innenpolitik beschäftigt. Sie waren mal Innenminister. Würden Sie Jens Spahn zustimmen, wenn er sagt, es gibt tatsächlich Bereiche, in denen der Staat Recht und Ordnung nicht mehr gewährleisten kann? Es gibt sicherlich Schwachstellen, aber generell ist diese Äußerung nicht zu halten. Und überzeugend ist der Widerspruch, den Herr Spahn von seinen eigenen Parteifreunden erfahren hat. Er wirft ja praktisch denen, die seit Jahrzehnten Verantwortung haben, CDU, CSU, Innenministern und Politikern vor, das Land nicht ordentlich zu regieren. Nein, das ist eine übertriebene Feststellung von einem Mann, der von der Situation nicht viel weiß. Wir sind in einem Rechtsstaat, der funktioniert, der hat Schwachstellen, über die müssen wir reden, aber wir dürfen nicht so tun, als seien wir in einer rechtlosen Situation. Ich mahne zur Besonnenheit, diese ängstlichen Stimmen, die nehme ich ernst. Wir müssen aber den Leuten sagen, dass das unberechtigt ist, dass sie keine Angst haben müssen. Die Angst ist ohnehin heute prägend für unsere Gesellschaft. Warum? Altersarmut, Angst. Angst vor Globalisierung. Angst ist eine Sache, die eine
Ein Soziologe hat mal gesagt, ein hinterhältiger Dämon in einer freien Gesellschaft. Und dass wir in einer freien Gesellschaft nur leben können mit einer Bereitschaft zu einem gewissen Risiko, das wird auch verdrängt. Freiheit ist mit Risiko verbunden. Also wir müssen etwas tun, um der gefühlten Angst, die ich auch in meiner Amtszeit erlebt habe, nicht? Also das war immer ein Thema, nicht? Es gab also populistische Bewegungen, die mit dieser Angst Erfolg gehabt haben, auch in den Ländern. Aber Sie würden sagen, sie ist weitgehend heute unbegründet? Nein, so wie sie jetzt hier geäußert wurde, ist sie unbegründet. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es schwierig ist abends und wo was Sie gesagt haben im Hinblick auf Stadtviertel, die verlottern. Das ist ernst zu nehmen, weil sich dort etwas einnistet. Ja. Wenn es einmal begonnen hat, geht das immer weiter. Aber ich weigere mich, der deutschen Polizei, der deutschen Justiz vorzuwerfen, sie funktionieren nicht. Mhm. Ich weigere mich auch, das Wort dauernd vom starken Staat zu hören. Auch der Staat ist stark durch die Demokraten, die ihn verteidigen, nicht durch die Polizei. Über den müssen wir auch reden, Herr Amthor. Sie sind neu im Bundestag, Sie sind 25 Jahre alt. Ihr Wahlkreis liegt neben dem, glaube ich, von Angela Merkel in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind jemand, der Spahn in der Öffentlichkeit Recht gegeben hat. Leben Sie in einem anderen Land, wie Herr Baum, wenn er sagt, dass die Ängste eigentlich unbegründet sind? Nein, in keiner Weise. Ich glaube, wir interpretieren nur Jens Spahn an der Stelle anders, denn ich kann die Kritik überhaupt nicht verstehen, dass man Jens Spahn unterstellt, er würde unseren Staat schlecht reden oder gar die Arbeit unserer Polizisten schlecht reden. Ganz im Gegenteil, darum geht es bei der Debatte nicht, sondern bei der Debatte geht es darum, zu unterstreichen, dass es ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt für einen härteren Vollzug unseres Rechtsstaats. Und es wurde ja richtig gesagt, objektiv und der Statistik nach steigt die Sicherheit in unserem Land und sind wir in einer komfortablen Situation. Und das ist auch ein guter Ausgangspunkt, über den ich mich freue. Aber das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ist ein Faktor, den wir genauso ernst nehmen müssen. Weil eine gute Politik fängt nämlich nicht mit dem Betrachten von Statistik, sondern mit dem Betrachten der Wirklichkeit an. Und Jens Spahn und ich, wir sind beide direkt gewählt und sind da sehr oft im Austausch mit den Leuten vor Ort. Und da hören wir solche Meinungen, wie Sie die im Einspieler gehört haben, auch. Wissen Sie, wenn bei mir an der polnischen Grenze, da haben wir auch mit der Grenzkriminalität zu kämpfen. Wenn da beim Landwirt das dritte Mal in Folge eingebrochen wird, da interessiert den nicht, wenn ich dem die Statistik vorhalte und sage, also statistisch sind wir in Mecklenburg-Vorpommern ganz sicher. Da sagt er, wir haben hier objektive Probleme und ich möchte, dass der Rechtsstaat auch stark ist an der Stelle. Und deswegen müssen wir dieses subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ernst nehmen und daraus Rückschlüsse ziehen. Die Frage ist, was macht die Politik, Herr Feltes? Sie haben ja gesagt, so haben wir Sie zitiert, aus Ihren Studien ja auch, dass tatsächlich das Sicherheitsempfinden oder das Unsicherheitsempfinden wächst, während eben die Sicherheit an sich besser wird tatsächlich. Woher kommen diese Ängste? Warum haben die Menschen Angst, wenn es offensichtlich statistisch dafür keinen guten Grund gibt? Naja, also das mit der Wirklichkeit, die Herr Amthor gerade angesprochen hat, ist ja so eine Sache. Also jeder nimmt seine persönliche Wirklichkeit wahr. Und ich denke, dass Politiker eigentlich gut tun würden, wenn sie häufiger mal ein bisschen evidenzbasiert arbeiten würden. Und dazu gehört es eben auch dazu, in die Statistiken zu schauen. Naja, machen wir auch. Also wenn ich mir die Kriminalpolitik angucke der letzten Jahre, dann ist das sehr selten geschehen, sehr, sehr selten geschehen. Das, was die Kriminologen vorgeschlagen haben, wird praktisch nie von der Politik wahrgenommen. Und gerade auch in diesem Bereich, wenn ich immer wieder höre, härtere Strafen, Sie wollen den Rechtsstaat vollziehen. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Den Begriff kenne ich so nicht. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder empirische Ergebnisse vorgelegt, was man tun muss, um Kriminalität tatsächlich besser in den Griff zu bekommen. Und wir haben einen Rückgang der Kriminalität. Aber nicht eben der Ängste. Es gibt ja eine Umfrage, in der zwei Drittel der Deutschen Sorge haben, Opfer einer Straftat zu werden. Ja, Sie sagen, manchmal ist die Sorge 60 Mal höher als das tatsächliche Risiko. Natürlich. Es nützt nichts jemanden, der Angst hat, nachts durch den Wald zu gehen, zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Dort gibt es keine Räuber und keine Vergewaltiger. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen eben auch die Frage stellen, die Herr Baum angesprochen hat, wo kommen die Ängste her? Mhm. Und da müssen wir sehen, dass wir in den letzten 10, 15 20 Jahren in unserer Gesellschaft Verwerfungen gehabt haben und immer noch haben, die die Menschen zutiefst verunsichern. Aber nicht Kriminelle, sagen Sie. Nein, aber in den Bereich der Kriminalität bildet sich das dann ab. Dort kann das fokussiert werden, dort können die Menschen im Grunde genommen ihre Ängste andocken und auf etwas greifbar machen, was sie ansonsten nicht spüren können. Sie können die Globalisierung nicht selbst spüren, aber sie haben das Gefühl, dass ihre Altersarmut
ihnen bevorsteht, dass die Gesundheit nicht mehr gesichert ist, dass die Europäische Union zerbricht, dass Ungarn und Polen Bereiche sind, wo sich die Dinge total verändern. Das verunsichert die Menschen und das bildet sich dann im Bereich der Kriminalitätsfurcht ab. Und Herr Pfalzgraf, man kann also nachts im Wald spazieren gehen, weil da keine Räuber und keine Vergewaltiger sind. Also gerade dieses Waldbeispiel, das ist natürlich ein klassisches Beispiel, Herr Feltes. Die Leute haben im Wald nachts subjektiv zwar Angst. Übrigens in der Polizeisprache nennt sich das SUSI. Also wir fahren Einsätze zur Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls, SUSI. SUSI. Im Kern will ich Ihnen aber sagen, warum... Entschuldigung, ist das wie ein Placebo-Einsatz? Also Sie fahren, obwohl da gar keine Gefahr ist? Es ist sehr häufig so, dass wir auch solche Einsätze fahren, weil die Menschen natürlich ein Sicherheitsgefühl haben müssen. Das ist natürlich völlig klar. Da, wo überhaupt noch Personal vorhanden ist. Ich will aber mal zu den Zahlen, von denen Herr Feltes sprach, zurückkommen. Im Kern ist es natürlich so, wenn Sie 10.000 Polizisten über 10 Jahre einsparen, haben Sie Millionen von Straftaten, die nicht in irgendeiner Kriminalstatistik erscheinen. Und darüber muss man dann auch mal sprechen. Das heißt, mit Zahlen lässt sich wie immer alles beweisen. Die erscheinen nicht in der Statistik, weil die Bürger sich nicht dorthin melden zur Polizei, nicht weil die Polizei nicht vor Ort ist. Es gibt ja Kontrollkriminalität, wie Sie wissen. Das heißt, wenn Polizei vor Ort ist und Kriminalität sieht, dann wird sie auch tätig. Und dementsprechend steigen oder sinken die Fallzahlen. Und dementsprechend stellen sich Politiker hin und sagen, also die Drogenkriminalität ist zurückgegangen. Na klar, wenn man keine Polizei mehr in den Görlitzer Park schickt, dann sinkt die Drogenkriminalität. Ich möchte Ihnen gerne mal allen Vieren eine Frage stellen, weil es gibt tatsächlich eine Umfrage. 41% der Menschen, wenn sie gefragt werden, fühlen sich unsicherer als vor 5 Jahren. Sind Sie heute in einer besseren Sicherheitslage als vor 5 Jahren oder nicht, Herr Pfalzgraf? Ich denke, was ich persönlich erlebe, was meine Kollegen erleben, auch als Opfer von Straftaten, sind sie das nicht. Was ich erlebe, ich sehe meine Kollegen bluten, ich sehe sie leiden, ich stehe am Grab, ich spreche mit den Hinterbliebenen und ich sehe das auch evidenzbasiert, aber auch vom Bauchgefühl her, tut mir leid, ganz anders. Ich glaube, die Gesellschaft ist brutaler geworden. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, dass in dieser Gesellschaft auch das Normenverhalten sich wesentlich verändert hat und dass diese Dinge sich in Statistiken schwer abbilden lassen. Herr Baum? Also ich bin da im Zweifel, ob Sie jetzt sich zu stark auf die Jetztzeit konzentrieren. Hat es denn nicht immer Fälle gegeben, wo Polizisten Opfer von Gewalttaten waren? Hat es denn nicht immer, zum Beispiel in der RAF-Zeit, die mein Leben mitgeprägt hat, hatten die Leute Angst vor Terror? Die brauchten sie damals gar nicht zu haben, denn die Zielpersonen waren ja ganz andere. Also es gab immer solche Phasen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, die jetzige Situation sozusagen als beispielhaft für immer anzusehen. Es ist, die Polizisten sind immer gefährdet in ihrem Beruf. Aber die Frage ist doch, ob die Menschen Wie viele Gräber habe ich gestanden? 16 verletzte Polizisten am Tag in Berlin. Ist ein Faktum. Da können Sie nicht dran vorbei. Nein, das gab es früher nicht in der Form. Bei allem Respekt, aber die Frage tatsächlich ist die Frage, die Bürger des Landes neben den Polizisten, leben die heute unsicherer als vor 5 Jahren? Nein, definitiv nicht. Leben sie sicherer als vor 5 Jahren? Ich würde sagen, sie leben, was die Kriminalität anbetrifft, sicherer. Es gibt andere Gefährdungen des Alltags, die zugenommen haben. Und man muss eben auch sehen, die höchste Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, sind die eigenen 4 Wände. Dort ereignen sich die meisten Körperverletzungen. In der Familie. In der Familie, ja. Das heißt, haben die Menschen aber am wenigsten Angst. Ja. Paradoxerweise. Aber den Zahlen nach hat Herr Feltes natürlich völlig recht. Den Zahlen nach leben die Leute heute sicherer als vor 5 Jahren. Das habe ich auch gesagt. Aber das stimmt. In der Tat. Warum sagt dann Jens Spahn das Gegenteil? Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist eben nicht gestiegen. Ja, aber warum? Und das hat, dafür gibt es verschiedene Gründe. Über Prävention können wir auch reden. Mir ist Prävention auch lieber als Repression. Aber ich sage ganz klar eins. Wir haben natürlich einen Anstieg von ungleicher Sicherheit in unserem Land. Wir haben Hotspots, wie Herr Pfalzgraf das gesagt hat, den Görlitzer Park. Wir haben Situationen, zunehmende Messerstechereien in den Medien, die sich wiederfinden. Wir haben mehr Sexualdelikte. Haben wir mehr Morde in Deutschland? Wir haben weniger Sexualdelikte, aber wir haben Politiker, die den Menschen Angst machen. Herr Nein, Antwort. Wir machen doch, keine Angst. Doch, sie machen Angst. Ich sage Ihnen eins, ich habe auf dem Weg zu diesem Termin, ich war heute Morgen noch in meinem Wahlkreis, und als es um dieses Thema ging, haben mir so viele gesagt, dann wird das heute wieder alles
alles schön geredet und uns Bürgern wird erklärt werden, die Probleme, die ihr täglich seht, die gibt es gar nicht. Haben Sie denn eine Strategie, den Leuten etwas gegen die Angst zu sagen? Natürlich. Die Angst ist ein allgemeines Phänomen. Ja. Den Menschen ist sehr leicht, Angst zu machen. Die Leute haben sogar heute Angst vor dem Fortschritt. Ja, sie haben Angst vor internationalen Beziehungen. Sie möchten zurück zum Stammesfeuer, zur Heimat. Also sie wollen wieder ganz klein zurück. Also sie sind im weitesten Sinne verängstigt. Wir müssen dagegen ankämpfen. Wissen Sie, vor all den Dingen habe ich gar keine Angst. Wenn wir nicht dagegen ankämpfen, kriegt die AfD noch mehr. Aber dann wollen wir doch einmal die beiden fragen, die heute hier eingeladen sind, weil sie eben tatsächlich mit dem, was sie erleben auf der Straße, sie sind keine Politiker, sie sind nicht Polizisten, sondern sie sind Bürger dieses Landes. Sie, Herr Megher Dilcan, haben einen Kiosk am Ebertplatz in Köln. Da war im Herbst eine große Schlagzeile. Es gab einen Toten bei einer Messerstecherei, Kampf zwischen zwei Dealergruppen. Und dann ist allen offensichtlich dann zuletzt auch klar geworden, dass das tatsächlich ein sogenannter gefährlicher Ort ist. Ja. Haben Sie das Gefühl, der Staat hat tatsächlich alles noch im Griff im Bereich Sicherheit, wenn Sie Ihren Platz sehen? Also jetzt ausgehend von meinem Platz muss ich sagen, die Polizei tut mir tatsächlich am meisten leid, denn dort wird ein Katz-und-Maus-Spiel veranstaltet, welches ich aus meinem Fenster dort mitbeobachte. Und ich hatte es auch schon mal erwähnt, dass die Dealer, die am Morgen festgenommen werden bei uns, spätestens zum Nachmittag wieder an der gleichen Stelle stehen. Und werden die wieder mitgenommen, stehen die am Abend wieder an der gleichen Stelle. Ich erlebe immer mehr Aggressionen gegenüber Polizeibeamten. Letzte Woche ist ein Beamter mit einer Kopfnuss niedergestreckt worden bei einer ganz normalen Untersuchung. Nicht Untersuchung, Kontrolle, genau. Eine Verrohung in der Gesellschaft stelle ich bei mir tatsächlich fest. Und der Eberplatz als solches ist schon ein Brennpunkt. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, rund um den Eberplatz herum ist das Agnesviertel, das Kunibertsviertel. Sagt alles, den Nicht-Kölnern sagt das gar nichts. Das, das sind schöne Akademikerviertel, wohlhabende Menschen, die dort leben. Das heißt also, wir sprechen dort nicht von einem Ghetto in dem Sinne. Es ist tatsächlich nur dieser eine Platz, wo diese Kriminalität in dieser hohen Rate mit dieser Intensität stattfindet. Und aber Sie werden doch auch gesehen haben, dass der Platz irgendwie verwahrlost war. Darf ich Sie ganz kurz nur an dieser Stelle unterbrechen? Deshalb, weil das gehört zu den Plätzen, über die wir tatsächlich speziell reden wollen. Ich würde gerne trotzdem einmal Frau Pohl mit in die Runde einbeziehen. Und ich würde gerne eine Weile bei Ihnen auch bleiben, weil es heißt, speziell Frauen gehören zu denen, die, und das hört man ja überall, sagen, ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, ich gehe abends eben nicht mehr alleine über die Straße, ich fahre lieber mit dem Taxi, wenn ich es mir leisten kann. Gehören Sie auch zu denen, die Jens Spahn insofern recht haben, geben als Unternehmerin auch, also beim Steuerbescheid ist der Staat sofort da. Aber wenn es um meine Sicherheit geht, vermisse ich ihn? Also Herr Spahn schätze ich als ein sehr engagierter Politiker, der möchte auch ein Gehör finden, aber es ist natürlich eine Aufgabe eines Innenministers, solche Aussagen zu treffen. Wir verraten, dass Sie CDU-Mitglied sind, aber genau. Ich mache keine Werbung jetzt für die Partei. Ja, aber das stimmt, dass wir viele No-Go-Areas haben und es wird halt leider auch nicht ernst genommen. Ich hätte es mir gewünscht, wenn Herr Spahn solche Aussagen tätigt, dann sollte er auch vielleicht einen Lösungsansatz bieten. Ja, das, was mehr Polizeieinsätze in diese No-Go-Areas, mehr Einsatzfahrzeuge, ich vermisse auch mehr Kameras in wenn Sie in London durch London fahren, sehen Sie immer Kameras. Aber die Deutschen, diese German-Angst, ja, immer Angst haben vor Datenschutz. Ja. Und wenn was passiert, dann fangen sie alle an zu schreien. Und, haben Sie denn persönlich, also Sie sind ja auch noch Mutter von zwei Töchtern, die sind, glaube ich, 14 und 17. Exakt. Haben Sie als Mutter und als Frau Angst, wenn Sie auf die Straße gehen? Ich habe Angst und Auslöser war die Silvesternacht in Köln. Und seitdem fühle ich mich definitiv als Frau in Köln unsicher. Ich habe nach der Silvesternacht für meine beiden Töchter und für mich ein Pfefferspray gekauft. Und ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo man so viele Pfefferspray und Reizgas und Waffen, so Kleinwaffenscheine kann man ja auch bestimmen, beantragen. Gibt es ja auch wohl nach statistischen Zahlen, ist das auch erhöht worden, dass man diese plötzlich überall erwerben kann. Also das war ein Schock für Sie? Das war ein Schock für mich, weil ich selber mittendrin war. Ich habe das selber erlebt als Frau. Als Mann kann man leicht reden, weil die Männer wurden ja nicht angegriffen, sondern die Frauen wurden angegriffen. Und ich war mit meinen beiden Töchtern da. Und es war keine schöne Situation. Und ich hatte einfach danach Angst. Ist Ihnen denn danach noch mal was passiert?
Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil die Kölner Silvesternacht ist auch wieder eine Weile her. Aber diese ist danach etwas passiert, was diese Angst irgendwie stützt? Nee, danach ist nichts passiert, aber danach ist das so in dem Sinne, dass es halt bei mir zu Hause mehr Konsequenzen gibt. Dass ich meine Kinder halt nicht mehr alleine mit der Bahn fahren lasse, dass ich jetzt eher eine Muttertaxi bin, wie da für eine 17-Jährige, die es natürlich nicht so schön findet, die es eher peinlich findet, wenn ich sie dann abhole. Und dann gebe ich ihr das Geld und sage, fahr lieber mit der Taxi. Angst ist auch eine subjektive Wahrnehmung und dieses Gefühl kann man mir einfach nicht wegnehmen. Ich wollte gerade fragen, wie kann man Ihnen die Angst nehmen? Kann ich Ihnen die Angst nehmen, wenn ich sage, dass auf dem Bahnhofplatz zu Silvester das nicht Kölner waren, sondern die Kölner verhalten sich nicht so. Dass sie traumatisiert sind, nehme ich Ihnen absolut ab. Aber das waren nicht die Kölner. Das war übrigens auch ein Versagen der Polizei, die einfach nicht da war. Und wenn wir von den statistischen Zahlen sprechen, dann möchte ich gerne wissen, warum wir plötzlich so viele Polizeieinsätze haben. Ich meine, er kann bestimmt das besser erklären, warum wir plötzlich bei Karneval, Silvester und Veranstaltungen so viel und das gab es vor 5 Jahren. Das ist Terrorismus, nicht? Auch müssen Sie auch sehen. Aber Frau Pohl hat doch völlig recht, wenn sie sagt, gerade mit Blick auf die Kölner Silvesternacht ist Ihnen das zu Recht egal, ob das Kölner waren oder nicht. Das hinterlässt einfach Spuren. Und Ihre beiden nicht Fälle. Egal, zeigen, weil die weg sind. Die Fälle zeigen doch, wie kann man Ihnen helfen. Das war ja der Vorwurf so ein bisschen, haut Jens Spahn dann nur auf den Putz oder bieten wir auch mal ein bisschen was an? Und das ist ja für uns ein wichtiger Punkt. Wir wollen mehr Polizisten. Haben wir einmal 15.000 neue Stellen bei den Sicherheitsbehörden. Bessere Ausstattung. Hätten wir sogar mit der FDP gemacht, Herr Baum, wenn doch. Aber Polizisten haben wir nie was neue Stellen, mehr Kompetenzen und bessere Ausstattung. Und Videotechnik, da müssen wir auch agieren. Sie sind mir ein bisschen zu schnell, weil ich bin ein bisschen noch bei der Angst, weil es mich wirklich interessiert. Ich höre das sehr häufig. Und wenn der Statistiker, Herr Feltes, Ihnen jetzt sagt, Sie haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Pohl auf der Straße überfallen wird und Opfer eines Sexualdelikts? Also, im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Hause im Haushalt was passiert? Um ein Vielfaches niedriger, also dass Ihnen das in Ihrem Leben nochmal passiert, ist Statistik absolut unwahrscheinlich. Das kann man auch mit Lottospielen vergleichen. Aber genauso kann ich eben auch natürlich beim Lottospielen einen Sechser haben. Das heißt, das hilft ihr nicht wirklich weiter. Und dieses Erlebnis. Wenn Sie in Köln lebt, wird das irgendwann nochmal passieren. Dieses Erlebnis des Silvesterabends ist deshalb so prägend gewesen. Ist deshalb so prägend gewesen, weil damit auch etwas anderes verbunden war, nämlich es waren fremde Menschen. Ich würde die Wette eingehen wollen, dass bei jedem Karneval in Köln wir mindestens genauso viele Übergriffe auf Frauen haben wie in der Silvesternacht. Nur. Gewagt. Die landen nicht bei der Polizei. Oder beim Oktoberfest. Wir sprechen nicht über einen dieser Übergriffe besser. Es gibt nicht nur immer. Ich will nur deutlich machen, warum die Silvesternacht diese Bedeutung hat. Ja. Weil sie verbunden ist mit dem Merkmal, es sind Fremde gewesen. Ja. Und das macht besondere Fremde, die in die Stadt gekommen sind. Ja, aber Moment, es gibt nicht nur inländische und ausländische Kriminelle. Ja, ganz ehrlich. Aber ich kann jetzt nicht nach Hause gehen und sagen zu meiner Tochter, meine Liebe, ich habe jetzt gehört, dass nach Statistik dir nicht passieren wird. Jetzt darfst du mit der Bahn fahren. Entschuldigung. Aber hat denn Ihre Tochter Angst? Kann mir nicht helfen. Hat Ihre Tochter Angst, die 17-Jährige? Nicht so sehr wie ich, sagen wir mal so. Weil sie auch wahrscheinlich auch nach Silvesternacht schon etwas mehr, aber das sind natürlich bei Jugendlichen anders. Sie sind natürlich wollen cool sein, für ihre Freunde auch anders erscheinen. Okay. Sie hat bestimmt Angst, aber sie lässt es natürlich nicht raus oder zeigt es mir. Interessant ist, Herr Feltes, dass Sie Frau Pohl sagen, das waren Fremde. Frau Pohl ist selber hierher gekommen nach Deutschland als knapp 14-Jährige aus Teheran als Folge eben der Revolution. Sie sind zwar nach Hamburg gekommen, wo Ihre Oma war, aber haben ab dem Moment im Prinzip auch alleine gelebt und dann auch sich da durchgesetzt. Hatten Sie als Jugendliche, als junge Frau in Deutschland zu dieser Zeit Angst? Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, warum lässt mein Vater mich mit 13 Jahren alleine nach Deutschland? Weil Iran ein unsicheres Land war. Der hat mich in ein sicheres Land geschickt. Und Deutschland war zu dem Zeitpunkt ein sicheres Land. Und heute ist es das für Sie gefühlt nicht mehr? Ganz ehrlich, ich hatte immer Respekt vor Polizisten und ich habe Deutschland als ein wirklichen Ordnungsland, ein Ordnungsamt ist Gesetze, Bürokratie, Organisationen, Verbände, das ist für mich, hat mich immer Deutschland
widerspiegelt. Und das hat einen Knacks bekommen, dieses Bild? Genau, das hat einen Knacks bekommen. Und ich konnte mit 13 Jahren, das hat meine Tochter mir auch neulich gesagt, Mama, warum musst du mich abholen? Du bist auch mit 17 alleine durch ganz Hamburger genau. Straßen gefahren ja. und alleine zum Bahnhof. Das stimmt. Ich bin durch den dunklen Park mit meiner Freundin zur S-Bahn-Station gelaufen. Wenn ich mir heute darüber ja mal nachdenke und überlege, hätte ich heute niemals meine Tochter zugelassen. Mhm. Das liegt auch nicht daran, weil ich ohne Eltern war. Ich habe mich einfach sicher gefühlt. Mhm. Ich meine, wir sprechen immer von Made in Germany. Made in Germany ist auf der Welt, sprich für Qualität und Sicherheit. Ja. Aber diese Sicherheit sehe ich heute, tut mir leid, Herr Pfalzgraf, können Sie denn Frau Pohl insofern beruhigen, dass Sie ihr sagen, im Prinzip ist sie heute so sicher wie damals, wenn sie durch also oder kann, so unsicher, wenn sie durch den Park alleine nachzieht? Ich kann Frau Pohl völlig verstehen und ich will das noch mal diese Statistik anführen, dieses Zahlenjongliere, das ist ein Stück weit aus meiner Sicht Realitätsverweigerung. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen in diesem Land gibt, die Angst haben. So. Und da kann man jetzt, da ist es Verpflichtung der Politik, gute, kluge Konzepte zu machen. Aber da muss man dann auch ganz genau drauf schauen, was passiert da eigentlich. Da werden jetzt 15.000 neue Polizisten, begrüße ich ausdrücklich, ja, nicht, dass wir uns falsch verstehen, bereitgestellt für den Bereich des Bundes. Und diese 15.000 Bewerber, die da haben wir ausgesprochene Schwierigkeiten, die zu bekommen. Das heißt, das ist schon auch eine politische Zahl. Auch wenn wir die haben wollen würden, werden wir nicht von heute auf morgen 15.000 neue Polizisten, die nicht auf Bäumen wachsen, haben. Hätten Sie ja längst machen können. Die Bundesländer haben da noch viel größere Schwierigkeiten. In Großstädten ist der Hang, zur Polizei zu gehen, wesentlich geringer. Aber nochmal zu Ihnen, Frau Pohl, bildet jetzt auf gar keinen Fall in Richtung Polizeirekrutierung ableiten lassen. Ich verstehe Sie vollkommen und ich glaube, dass wir als Polizei den Menschen klar machen müssen, wofür wir stehen, dass wir, ich glaube, das ist in Deutschland, da haben wir, sind wir vom Ruf her auch immer noch gut genug, das rüberzubringen, dass wir uns mit Leib und Leben einsetzen. Aber es gibt ein großes Risiko. Ja, und, Herr Pfalzgraf, ja. Macht es denn die pure Zahl? Nein, natürlich nicht. Das oder ist pure die Qualität? Zahl und kluge Konzepte. Man kriegt okay. solche Brennpunkte, ja. Wie uns eben berichtet wurde, die bekommt man nicht geregelt, indem man auf jede Ecke einen Schutzmann stellt. Ja. Das ist völlig aber, klar. Wissen Sie, davon, Sie müssten doch jetzt ihr was sagen zu der Sicherheit in Köln. Wollen Sie Ihren Kollegen bescheinigen, dass Sie nicht alles tun, um in Köln für Sicherheit zu sorgen? Ist das, muss die Polizei nicht vollkommen demotiviert werden, wenn sie sowas hört? Ich habe keine generellen Zeit, Beschwerden gegenüber der Kölner Polizei. Das täglich, Herr Baum. Aber täglich hören wir das. Die Realität, also ganz ehrlich, ich habe Deutschland als ein ambitioniertes Ordnungsamt kennengelernt. Ja, aber Sie machen einen generalen Vorwurf gegen die Polizei. Warum? Weil dieser Respekt ist hoch. Wir wollen die Polizei unterstützen. Das ist kein Vorwurf. Sie sagen, Köln ist nicht sicher. Das ist doch ein Angriff auf die Polizei. Oder auf die Politik, würde ich sagen. Eher Politik. Wieso denn? Ich stehe doch nicht auf der Straße als Polizist. Nein, ich bin gar nicht. Aber Sie haben gerade etwas gesagt, das ich gerne aufgreifen möchte. Sie sind nämlich gewissermaßen im Trend. Frau Pohl hat gesagt, sie hat für sich und ihre Töchter Pfefferspray gekauft. Tatsächlich, also es mag eine gefühlte Angst sein, aber sie wird messbar, wenn Sie die Zahlen sehen von Menschen, die sich zum Beispiel den kleinen Waffenschein besorgen. Die sind gestiegen und Pfefferspray kriegen Sie mittlerweile in der Drogerie. Die menschenleere Straße bei Nacht. Allein in der U-Bahn oder im Park. Davor fürchten sich viele Frauen. Eine Umfrage von 2017 ergab, dass diese Angst zugenommen hat. 62% der Frauen meiden mittlerweile bestimmte Straßen, Parks und Plätze. Es sind weniger die dunklen Ecken und Straßen oder die menschenleeren Plätze, sondern eher, wenn Menschen da sind. Ne? Wenn eine Gruppe Menschen da ist und man merkt, die sind irgendwie ungut drauf. So, dann ist das vielleicht der Moment, wo man sich bedroht fühlt. Ich habe Angst, dass wenn ich alleine irgendwo bin, wo nicht viel los ist, dass ich da irgendwie angegriffen werde, beziehungsweise dass man was von mir möchte, entweder sexuell oder mir einfach eine Angst machen, die Situation. Also gar nicht so, dass ich jetzt beklaut werde oder so. 13% der Frauen haben inzwischen Reizgas oder eine Waffe bei sich. Sich so zu schützen, ist das wirklich eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, Frau Pohl? Fühlen Sie sich sicherer mit dem Pfefferspray in der Tasche?
Ich habe gehört, dass man gar nicht so Pfefferspray einsetzen darf. Weil nee, man gegen Tiere dürfen Sie. Ja, das fängt schon mal hier an. Da hätte ich aber eine Notwehr. Frage an Sie gehabt. Ja, genau, Notwehr oder Körperverletzung. Aber warum verkauft man solche Dinge? Natürlich können Ganz Sie ehrlich. Es, natürlich können Sie es einsetzen, wenn Sie angegriffen werden. Nur, nein, es ist nicht strafbar. Wenn Sie angegriffen werden, können Sie sich verteidigen. Nur das Problem ist, dass wir mit solchen oder gar noch mit Schreckschusswaffen eine Situation unter Umständen eskalieren lassen. Das heißt, die Gefahr, dass dann im Grunde genommen das noch schlechter ausgeht, als es ohnehin ausgegangen wäre, die ist gegeben. Und das ist das Problem bei dieser Selbstbewaffnung mit Pfefferspray, Messern auch teilweise und eben Schreckschusswaffen. Die Frage, würden Sie, Herr Pfalzgraf, würden Sie da zustimmen? Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, der kleine Waffenschein, das sind jetzt 570.000 Menschen, die den in Deutschland haben. Wenn Sie das vergleichen, die Zahl hat sich im Vergleich von zu etwa 2 Jahren verdoppelt. Das zeigt ganz deutlich, wie das subjektive Sicherheitsgefühl verändert hat. Und ausnahmsweise bin ich mal mit Herrn Feltes da einig. Es ist schon schwierig. Also erstmal die Abgrenzung zu finden, ist es Tränengas, ist es Pfefferspray, ist es zur Abwehr gegen Tiere und so weiter und so fort. Wie ist die rechtliche Situation? Aus fachlicher Sicht kann man im Präventionsbereich immer nur sagen, dass diese Dinge, die ja aufgebaut sind, diese Dosen funktionieren ja wie ein Deo mit einem breiten, feinen Sprühnebel, bedeutet, in aller Regel kriegt man selbst was ab, wenn man es einsetzt. Man setzt sich also im Zweifelsfall selbst außer Gefecht. Schwierige Situation. Und wenn man diese Situation nicht trainiert und mit dem Umgang mit diesen Dingen nicht trainiert ist, dann ist man in der Regel auch zweiter Sieger. Und es gibt immer Straftäter, man kann immer auf Straftäter treffen, die besser trainiert sind oder die besser ausgestattet sind, also waffentechnisch besser ausgestattet sind als man selbst. Das heißt, man setzt sich einem großen Risiko aus. Ich würde Selbstbehauptungskurse, Selbstverteidigungskurse wesentlich eher empfehlen, bevor man also sich irgendwelche aus dem Baumarkt irgendwelche Pfefferspray mitnimmt, weil im Zweifelsfall der Täter nämlich darauf trainiert ist. Ich kenne Leute, die trainieren im Knast jeden Tag mit 2 Stößen Pfefferspray, haben dann zwar, dagegen habe ich eine Fistelstimme, aber im Kern sind die immunisiert. Leute, die häufig scharf essen, bei denen wirkt das nicht. Also Leute, die alkoholisiert sind, die auf Drogen sind, bei denen wirkt das nicht. Also wir als Polizisten kennen die eingeschränkte Wirkung dieser Maßnahmen. Ich fasse es zusammen. Sie empfehlen es nicht, Herr Feltes empfiehlt es, beeinflusst Sie das irgendwie? Ja, aber ich meine, warum haben jetzt so viele Pfefferspray, so viele Frauen? Nee. Ja, und weil die staatliche Gewalt zunimmt, weil wir unsicher sind, genau wegen dieser Unsicherheit. Warum hat diese Thema wurde gar nicht debattiert? Das gebe ich jetzt mal an Herrn Amthor weiter. Also wenn Jens Spahn, ein Minister jetzt im Kabinett, wenn ein solcher Mann sagt, Recht und Ordnung ist nicht mehr so gewährleistet worden in Deutschland, wundert es Sie dann, wenn die Menschen sich bewaffnen? Nun, Jens Spahn hat sicherlich nicht dazu aufgerufen, dass mehr Leute mit Pfefferspray durch den Park gehen. Jens Spahns Appell war gerichtet an uns, an die Politik, an die Länder. Er war gerichtet an uns, dass wir Messier zum Beispiel. Ja, deswegen haben wir auch umgesteuert. Deswegen haben wir auch umgesteuert. Ein sehr richtiger Punkt ist ja, das haben wir heute gelernt, ja, Polizisten kann man nicht einfach im Versandhandel bestellen. Die bekommen sie nicht morgen, da müssen sie lange suchen, dass sie gute Bewerber finden. Das dauert 3 Jahre, bis sie die auf der Straße haben. Deswegen haben wir ja im Bereich der Bundespolizei auch schon umgesteuert. Allein im letzten Jahr 2000 neue Stellen geschaffen. CSU im Innenministerium, Bundesinnenministerium? Seit 2005. Warum haben wir zu wenig Polizisten? Also, Sie können erst mal fragen, wer zu wenig Polizisten hat. Die Bundespolizei steht erst mal sehr gut da. Und ich habe gesagt, dass wir 2015 die richtige Trendwende eingeleitet haben. Und wenn Sie in die Länder schauen, nach Bayern, Herr Baum, gerne schauen Sie mal nach Bayern. Die sicherste der deutschen Großstädte ist München. Und ich glaube auch, wenn man davon spricht, das sagt die Statistik, und wenn man davon spricht, wo das Recht nicht so gut funktioniert, fällt mir nicht als erstes Bayern ein. Und Nordrhein-Westfalen, jahrelang wurde die Polizei hier geschröpft und in vielen Ländern auch, in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Pfalzgraf kann da ein Lied von singen. Und natürlich ist klar, dass diese Trendwende, die wir bei der Bundespolizei eingeleitet haben mit 2009 Stellen, jetzt auch dringend kommen muss in allen Ländern. Okay. Und das ist der Appell von Jens also Spahn. Also Herr Spahn hat also nicht die Bürger verunsichert, sondern die Politiker. Ist das nicht sein, muss er das nicht tun, Herr Baum? So ist tatsächlich es. Die Ängste sozusagen dann ernst zu nehmen, die da sind und dann eben darauf zu reagieren und sagen, nein, tatsächlich, liebe Bürger, ihr habt recht. Frau Maischberger hat doch keinen konstruktiven Vorschlag gemacht. Er hat einfach das war zwei Zeiten. Er hat
einfach ins Wasser geschlagen. Und dann haben ihm seine eigenen Parteifreunde gesagt, lieber Freund, wovon redest du eigentlich? Wir kennen Duisburg, wir kennen Essen, wir kennen Neukölln. Ja. Dass die Polizei nicht richtig genügend ausgestattet ist, darüber diskutiere ich seit Jahrzehnten und höre immer wieder, das muss gemacht werden. Was sie machen immer mehr freiheitseinschränkende Gesetze. Wir haben gesagt, macht mehr gut ausgebildete Polizei, mehr konzeptuell, aber nehmt uns nicht die Bürgerrechte. Nicht? Und jetzt endlich beginnt ein Umdenken, aber die Bürgerrechte nehmen sie uns außerdem noch. Ja. Und zwar in Bayern massiv. Darf ich noch mal eine Sache nachfragen? Sie haben gesagt, es ist umgesteuert worden seit 2015. Jens Spahn hat in diesem Interview ja auch auf den Moment 2015 Bezug genommen, der im Raum steht, aber über den dann nicht mehr geredet wird, nämlich tatsächlich die Ankunft der vielen, vielen Flüchtlinge. Er hat das tatsächlich gesagt, das Vertrauen ging da massiv in der Flüchtlingsfrage auch verloren. Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Ist es Ihrer Meinung nach seit 2015 tatsächlich, ist da der Handlungsbedarf plötzlich gewachsen oder nur das politische Bewusstsein? Ich glaube, es ist vor allem das politische Bewusstsein. Die Zahlen, die Herr Feltes ja sehr richtig anführt, zeigen das sehr deutlich, dass es ums politische Bewusstsein geht. Und es sind die einzelnen zentralen Ereignisse, die Silvesternacht von Köln, die ein großes Umdenken in unserer deutschen Sicherheitspolitik herbeigeführt hat. Und der G20-Gipfel, wenn wir daran denken. Es gibt viele solcher Fälle. Es sind im Prinzip die Exzesse. Die Einzelfälle, jetzt die Fälle, die wir immer wieder hören, wie bei Ihnen von Ihrem Platz in Köln, einzelne Fälle sind es, die das politische Bewusstsein stärken. Und natürlich gibt es aber auch ein zweites Element, die Art und Weise der Delikte, die natürlich mit der zunehmenden Migrationswelle auf uns zugekommen sind, die haben sich auch geändert. Und gerade diese vielen Medienberichte, die wir dann ja auch lesen, über Messerstechereien und anderes mehr, das ist natürlich etwas, was für uns natürlich alarmierend ist und auch für die Bevölkerung. Aber was unternimmt denn Politik? Na Moment, dann möchte ich Herrn Feltes fragen. Tatsächlich, Herr Feltes, es gab diesen großen Fall, die Studentin in Freiburg. Genau. Das hat natürlich nicht nur Frauen, sondern ganz viele Menschen aufgeschreckt. Es ist ein afghanischer Flüchtling gewesen. Er hat die junge Frau vergewaltigt. Und er hat sie so in den Bach abgelegt, dass sie ertrunken ist. Die ist tot. Ganz viele sind danach verunsichert gewesen. Zu Recht. Bevor ich Ihre Frage beantworte, würde ich gerne eine Frage an Herrn Amthor stellen. Bitte. Weil er hat gerade gesagt, Jens Spahn hat die Politik angesprochen. Herr Amthor, warum kommuniziert Jens Spahn über die Medien mit seinen eigenen Parteigenossen und mit der Politik? Das hätte er doch schon längst intern tun können. Können Sie gleich gerne beantworten. Ich finde, wir lassen jetzt mal Jens Spahn hinter uns. Aber wenn ich das ist mein Freiburger Fall. Es ist in meinen Augen typisch, dass die Politik dort, wo sie etwas ändern könnte, das nicht klammheimlich tut, sondern versucht, über die Medien zu spielen. Aber zu dem Freiburger Fall. Das sind diese Einzelfälle, die in den Medien eben entsprechend erscheinen, die natürlich für Angst sorgen, die mir das Gefühl vermitteln, ich kann im Grunde genommen nicht mehr über bestimmte Bereiche gehen, ohne dass ich dort Angst haben muss, Opfer zu werden. Und das ist tatsächlich einzubetten in das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Angst gesamtgesellschaftlich gewachsen ist. Das sind wir uns, glaube ich, alle hier. Die Frage ist, wenn es natürlich einen Fall gibt, muss man darüber berichten? Das ist ganz klar. Es wird natürlich auch über Vergewaltigung mit Todesfall berichtet, wenn es deutsche Täter sind. Aber nicht so. Wie oft kommt das überhaupt vor im Jahr? Das geschieht relativ selten. Wie selten? Sie sind ja der Mann mit den Zahlen. Also es nützt Ihnen jetzt auch nicht, selbst wenn ich die Zahlen wüsste. Könnte ich Ihnen nicht sagen, würde Ihnen auch nicht weiterhelfen. Ist der Anteil der Täter mit Migrationshintergrund überproportional hoch dabei oder nicht? Das war ja die große Frage, über die diskutiert wird seit der Altersgruppe, nicht? Der Anteil von jungen Männern ist generell bei Gewaltdelikten überproportional hoch. Sexualdelikten? Bei Sexualdelikten natürlich auch. Und da in den letzten Jahren eben verstärkt junge Männer nach Deutschland gekommen sind, haben wir hier auch einen Anstieg der Gewaltkriminalität in diesem Bereich. Dann ist es doch keine gefühlte Angst mehr, sondern eine reale, frage ich. Es ist deshalb eine gefühlte Angst, weil nach wie vor die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen Opfer zu werden äußerst gering ist. Denn etwa 3/4 aller Gewaltdelikte, die durch Flüchtlinge begangen werden, werden in ihrem eigenen Kontext begangen, in Flüchtlingsunterkünften, unter ihnen selbst. Also Opfer sind in der Regel aus ihrem eigenen Feld zu suchen und nicht diejenigen, die Angst davor haben. Also ich will das nicht relativieren. Warum ist hier bisher nicht die Rede gewesen von rechtsextremistischer Gewalt?
Nicht? Man könnte es ausdehnen. Wir haben das in Rostock erlebt, vor der Flüchtlingswelle. Es gibt eine fremdenfeindliche Bewegung, die von Hass geprägt ist, von Rassismus geprägt ist. Eine Riesengefahr für unser Land. Die bewegen sich von unserer Verfassung weg, die sie so gut im Bundestag verteidigt haben, Herr Kollege. Unsere Grundwerte stehen zur Debatte. Nicht? Wenn wir die Grundwerte der Toleranz, der Religionsfreiheit, der Abkehr von jedem Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus, wenn wir das zur Disposition stellen, kommen wir in Teufelsküche mit unserer freiheitlichen Ordnung. Ja. Nicht wahr? Und wir müssen nach allen Seiten blicken, nichts relativieren, aber eben auch nicht einseitig die Dinge betrachten. Ja. Also Herr Baum, da haben Sie völlig recht und da bin ich völlig bei Ihnen. Ich habe da einen ganz wirklich verfassungspatriotischen Standpunkt und es ist ja Sie wirklich haben ja auch so, die Deutschlandfahne. Ja, das ist auch gut, da können wir auch stolz drauf sein und sind wir auch gemeinsam stolz auf die Verfassung. Aber Fakt ist natürlich eins, wir machen hier natürlich eine Diskussion und das hat die Kriminologie, die eine gute Wissenschaft ist, aber die hat das an sich, die macht natürlich eine Betrachtung, warum ist jemand kriminell, warum hat jemand eine Straftat begangen. Wie wahrscheinlich ist das? Für die Opfer allerdings, für die Familie der Freiburger Studentin, für die Angehörigen, die das hier tagtäglich erleben, für die ist der Fakt aber, diese Rechtsüberschreitung hat stattgefunden. Und wo bleibt jetzt die Sanktion? Wo bleibt die Folge? Naja gut, der Mann ist natürlich gerade verurteilt worden. Also die Sanktion genau, ist da. Das ist, glaube ich, die Frage, war ja, die, Frage war ja, aber die Frage war ja, dass ein solcher Fall tatsächlich geeignet ist, das Sicherheitsgefühl von ganz vielen vollkommen zu schädigen richtig. Und dann natürlich eine ganze Gruppe damit in Mitleidenschaft zu ziehen. Sie, das wollte ich fragen, Frau Pohl, Sie sind seit 2016, glaube ich, auch Patin eines jungen afghanischen Flüchtlings. Das heißt also, einerseits sagen Sie, Sie haben auch Angst vor dieser Gruppe von Männern, die gekommen ist. Andererseits sind Sie Patin von einem jungen Mann. Ist das ein Widerspruch für Sie? Nein, weil ich finde, diese Menschen haben ja auch eine Chance verdient. Und er ist integrationswillig, so wie ich es auch war. Mhm. Und die Bundesregierung hilft ihm nun mal nicht, dass er sich hier integriert. Das heißt, er braucht ein Vorbild, er braucht einen Mentor, so wie ich es auch damals hatte, vor 30 Jahren. Und ich bin seine Mentorin. Ich habe ihn jetzt in Fußballorganisationen untergebracht. Mhm. Ich zwinge ihn, zu Deutschkursen zu gehen. Das macht eine Bundesregierung nicht, definitiv nicht. Unser Staat zwingt diese Menschen nicht. Wir müssen viel mehr im Bereich Integration tun. Integration ist fordern und fördern. Und das wird viel zu wenig leider in der Politik gemacht. Ich bin immer noch eine Befürworterin und auch als CDU-Mitglied, dass man Einwanderungsgesetz und ein gescheites Integrationsgesetz, ja, es ist zu spät, aber es wird immer debattiert, finde ich. Es wird nicht gehandelt umgesetzt. Ja, machen, wann? Machen Sie es dann? Können wir darüber aber das ja, heißt, wann? Sie haben nicht generell vor der ganzen Gruppe Angst, weil Sie ja auch einen kennen, der eben ganz anders ist. Weil ich finde, als die auf der Domplatte. Genau, wie viele auch andere Menschen, die hier Flucht zu uns gesucht haben, die haben alle eine Chance. Ich spreche nur über die Kriminellen. Ich finde, die Kriminellen müssen härter bestraft werden. Mhm. Und ich habe damals gesagt, dass Kriminelle Entschuldigung. Abschieben. Wenn Flüchtlinge sind, müssen man sie abschieben. Ja, das sagen Sie nicht, doch, wo man sie abschieben muss. Streiten wir doch gar nicht. Lassen. Ja, wo, streitet doch niemand. Doch. Oh ja. Es passiert nicht so wenig. Genau. Es passiert nicht so wenig. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Reden Sie mal mit Ihren Länderkollegen. Ja, macht Horst Seehofer. Diese Aussage würde ich als Warum erst jetzt? Moment. Ich wurde als Populistin für diese Aussage beschimpft, weil ich wirklich die deutsche Regierung dazu aufgefordert habe, bitte Kriminelle härter bestrafen, weil ich kenne es nicht anders. Wir brauchen keine Kuschelstrafe. Wir brauchen keine Bewährung. Wir haben in den letzten 10 Jahren 50 Strafverschärfungen gemacht. Glauben Sie denn, ein Täter lässt sich durch eine hohe Strafe abschrecken? Der rechnet doch damit, dass er gar nicht gefasst also wird. Also ganz ehrlich, die lachen uns doch aus und tanzen uns auf die Nase herum. Sie hören doch gerade, dass ein Drogendealer am nächsten Tag direkt wieder da ist. Wir haben uns alle nicht funktioniert. So ist es. Welche Strafen wollen Sie erhöhen? Bitte. Es geht hier nicht um Strafverschärfung. Es geht darum, überhaupt bestehende Gesetze anzuwenden. Das ist eine andere Sache. Und die werden nicht angewandt. So, die Frage war hier, die Abschiebung wäre ja... Vielleicht ist die Abschiebung ein interessanter Punkt, an dem man es diskutieren kann. Also einer ist straffällig geworden, warum schiebt man den nicht ab? Warum nicht? Ja, warum nicht, bitte. Ja, frage ich auch. Ich war auch schon mal in anderen Sendungen, wo es hieß, da kommt, sollen wir die abschieben? Die wissen doch, was da passiert. Bitte, Herr Baum, erklären Sie uns. Der Mann hat keinen Ausweis, der bestreitet, dass er dem Land angehört. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die sagen, wir wollen mit den Leuten nichts zu tun haben. Das ist schwierig, das ist eine Aufgabe der Länder. Und die können die Augen nicht... Wir sehen, dass wir können nicht... Darf ich mal ganz kurz nachhaken, Herr Baum? Also das ist offensichtlich doch ein Punkt, wo die Politik, die Polizei, die Politik, der Staat nicht weiterkommt. Genau. Nein, und das, kommt nicht weiter, aber so, und es das gibt ist doch objektive ein Problem. Schwierigkeiten. Aber was macht man denn dann, wenn der Bürger sagt, ich verlange das von euch und der Staat muss sagen, ich kann es nicht liefern?
Genau, diese was, Antwort muss man, wenn es wirklich nicht geht oder zeitweise nicht geht, muss man dem Bürger das erklären. Okay. Wir sind sicherlich alle der Meinung, dass Leute, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, insbesondere wenn die straffällig sind, sofort wieder weg müssen. Ja. Aber das ist leichter gesagt als getan. Aber da hat unsere Bürokratie doch versagt. Wir sind wir haben die nicht richtig registriert. Oder wollen Sie, dass Ihren Parteifreunden in den Ländern alles unterstellen? Ich bekomme alle wirklich gefühlt jeden zweiten Tag einen Strafzettel. Und ich bezahle sofort, weil ich Angst habe, dass Sie ein Gericht vor uns hier vor der Haustür haben. Ja, Sie lachen, aber es ist so. Ich habe Angst und Respekt vor Behörden. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss 10 Jahre meine Unterlagen aufbewahren, ich muss zum Amt gehen und einen Antrag zustellen, Und eine Kriminelle oder ein Drogendealer wird festgenommen auf Bewährung. Bewährung ist für ihn Freispruch. Also jetzt kommt eine Justizschelte. Nicht? Mhm. Wir haben die Polizeischelte gehabt, jetzt gibt es die Justizschelte. Nee, jetzt kommen Justiz wir tatsächlich, funktioniert nicht. Mhm. Aber wir kommen tatsächlich an einen Punkt, Herr Baum, und da kommt Herr Megirdičan ins Spiel, wo es offensichtlich Bereiche gibt, an denen viele Rezepte nicht funktionieren. Wir wollen einmal uns diesen Ebertplatz in Köln genauer anschauen, bevor wir darüber reden, wie tatsächlich die Lösungsmöglichkeiten sein können. Das ist ein Platz in Köln, von dem der zuständige Bezirksbürgermeister Andreas Hupke im Herbst gesagt hat, die Polizei hat ihn aufgegeben. Mitten in Köln. Nur wenige hundert Meter vom Rhein entfernt sorgt dieser Ort für Schlagzeilen, der Ebertplatz. Die Stadt Köln stufte den Platz offiziell als Angstraum ein. Seit über 20 Jahren betreibt unser Gast Heiko Megirdičan einen Kiosk in der U-Bahn-Station und beobachtet seit langem den Niedergang der Gegend. In den letzten Jahren ziehe der Platz immer mehr Drogendealer an. Viele Kölner trauten sich nicht mehr dorthin. Regelmäßig komme es auch zu Schlägereien. Die Polizei sei machtlos, so der 44-Jährige. Der Ebertplatz in Köln, ein rechtsfreier Raum, den die Polizei nicht unter Kontrolle hat. Herr Megirdičan, Sie müssen uns das ein bisschen erklären. Sie sind ein gebürtiger, waschechter Kölner. Sie haben auch eine Tochter, die ist, glaube ich, 12. Genau. Würden Sie die da immer so freiwillig mitnehmen auf diesen Platz, tagsüber, nachts? Ich kann Ihnen ja sagen, wie es aktuell abläuft. Bis vor 2 Jahren hat meine Frau mich abends häufiger mit den Kindern abgeholt, damit ich die Kinder dann etwas länger zu Gesicht kriege. Das machen wir seit 2 Jahren abends nicht mehr. Mhm. Das heißt, es hat sich in diesen 2 Jahren die Situation verschärft, obwohl dieser Platz immer schon einen gewissen Ruf hatte? Also ich kann Ihnen sagen, ich kenne den Eberplatz jetzt seit fast 25 Jahren. Das war ein Heroin-Hotspot. So. Aber selbst zu den heftigsten Heroin-Zeiten ist es nicht so abgegangen wie jetzt gerade. Wo ist der Unterschied? Erklären Sie es uns. Ja. Also früher waren da Junkies. Genau, aber die Junkies, wenn die sich dann die Birne gegenseitig eingehauen haben, dann waren es nur die Junkies unter sich. Mhm. Mittlerweile werden auch Außenstehende einfach angegriffen und mit Flaschen beworfen. Ganz einfaches Beispiel, letzte Woche sind 2 11-jährige türkische Mädchen auf der Treppe von einem der Drogendealer unsittlich berührt worden. Mhm. 11-jährige Mädchen. Heute Mittag ist es passiert, dass einer versucht hat, einem anderen eine Flasche über den Kopf zu ziehen. Der ist dann die Rolltreppe runtergesportet. Allerdings fuhr in dem Moment die Rolltreppe hoch. Und wer hat da Leute auf der Rolltreppe mit rumgerissen? Was sind das für Leute, die diese Art von Gewalt ausüben? Also wir haben eine sehr starke westafrikanische Szene mit Menschen aus Guinea. Da gibt es ein Lokal, nicht? Ja, aber das Lokal leidet ja auch darunter. Ja, ja. Also der Inhaber, der versucht ja auch sein Menschenmögliches, um die Leute dort quitt zu werden. Das funktioniert nicht. Also es sind Drogendealer? Es sind Drogendealer. Wo kommen das sind, die plötzlich her? Also in diesen 2 Jahren, was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass dann plötzlich dieser Platz noch so viel gewalttätiger geworden ist? Es fing damit an, dass die Schwarzafrikaner vom Heumarkt vertrieben wurden. Das ist auch ein Platz in Köln, in Bahnhofsnähe. Da hat die Polizei ordentlich aufgeräumt, hat dafür gesorgt, dass die Dealer dort verschwinden mussten. Und die haben sich dann recht zeitnah bei mir am Eberplatz dann angesiedelt. Und sind in Ihrem Kiosk. Sind Sie denn schon angegriffen worden? Bin ich auch schon, ja. Haben Sie ein Pfefferspray? Nee, ich habe 2 gesunde Fäuste. Und allerdings muss ich sagen, wenn ich morgens zum Laden komme, ich mache um 4 Uhr in der Früh den Laden auf, da habe ich tatsächlich einen Nothammer dabei. Ein was bitte? Ein Nothammer, mit dem man so Plexiglasscheiben in den Bahnen zertrümmern kann. Und Sie sind bedroht worden auch? Ja, ja. Ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich eigentlich per Zufall
einem Marokkaner sein Drogendepot bei mir in der Eistruhe ausgehoben. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, wieso der am Tag fünfmal ein Eis bei mir holen kam. Wo steht die Truhe? Die steht bei mir vor dem Laden in der U-Bahn, direkt am Eingang. Und da hatte der sein Drogendepot. Und dann habe ich die Drogen dann gefunden und vernichtet. Ja, mit dem Ergebnis, dass er mich dann daraufhin angegriffen hat. Also ich kenne den Eberplatz für mehr als 60 Jahren. Sie sind da aufgewachsen, haben Sie gesagt. Ja. Ich habe heute, weil Sie kamen, weil ich wusste, dass Sie kamen, die Kölner Polizei angerufen und gesagt, wir haben jetzt alles im Griff. Das bestreiten Sie. Das ist interessant. Ja. Haben Sie alles im Griff? Ist denn überhaupt etwas passiert in dieser... Ja, kurz nach dem Mord. War im Oktober. Genau. Zwei Dealergruppen offensichtlich untereinander, eine Messerstecherei, einer liegt tot am Boden. Ja, wobei, das kam ja in der Presse gar nicht so raus. Ich habe es aber miterlebt. Diese zwei Gruppen haben sich schon über den ganzen Tag mehrfach Scharmützel geliefert. Also zweimal alleine in der U-Bahn, einmal mittags, einmal nachmittags. Und am Abend ist es dann zu dieser Messerstecherei dann noch gekommen. War die Polizei an diesem Tag da? Die ersten beiden Male nicht. Als dann der junge Afrikaner dann umgebracht wurde, dann natürlich schon. Rufen Sie denn manchmal die Polizei? Ja, sehr häufig. Die 110 ist als Dauernummer bei mir immer präsent. Also ich brauche dann nur zwei Tasten hintereinander drücken, dann rufe ich die Polizei auch an. Und, auf dem Platz ist etwas passiert, was Sie am Anfang gesagt haben. Der Platz ist verwahrlost. Das heißt also, der ist stiefmütterlich behandelt worden. Die Stadt hat den Platz nicht gepflegt. Jetzt hat eine Kulturinitiative am letzten Sonntag versucht, da also ganz andere Akzente zu setzen. Ja, nicht? Aber auch den, also jetzt beginnt man den Platz wahrzunehmen, nicht? Ja. Aber dieses Beispiel ist doch im Grunde genommen sinnbildlich dafür, dass wir hier einen Bereich haben, der Menschen Angst macht, wo es eben auch tatsächlich gewalttätige Übergriffe gibt, wo wir mit dem Strafrecht überhaupt nicht weiterkommen. Die Drogenkriminalität und alles, was damit zusammenhängt, das ist ja im Grunde genommen eine Marktwirtschaft. Also die verkaufen die Drogen ja deshalb, weil es einen Bedarf dafür gibt, sonst würden sie das ja nicht tun. Genau. Und deshalb der Bedarf, der wohnt auch dort. Das ist ja das Paradoxe. Die Menschen, die sich bei mir an der Theke ausheulen, über die Zustände, das sind zum Teil die Leute, die ich dann anschießen, bei denen dann Drogen kaufen sehe. Also aber mich interessiert noch einen Punkt. Sie sagen, die Polizei kommt, die ist auch manchmal präsent. Sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, also wenn da mal ein Dealer dann mitgenommen wird, ist der am Abend spätestens wieder da? Ja, definitiv. Würden Sie also sagen, also ich habe auch gelesen, es sind Lichter angebracht worden, man hat die Büsche irgendwie gestutzt. Bei den Lichtern sage ich scherzhaft, das hilft den Dealern in der Dunkelheit besser, das Geld zu zählen. Das, was Herr Baum als Auskunft bekommen hat, wir haben ja auch mit der Kölner Polizei gesprochen, ja, die sagen, es sind über 1000 Einsätze da am Eberplatz 2017 passiert, 1000 Straftaten registriert, täglich werden Streifen gefahren, auch zivil sind dann die Kollegen unterwegs. Vereinzelt gibt es Razzien und doch, sagen Sie, die haben das noch nicht im Griff. Nee, bei weitem nicht. Können Sie uns das erklären, Herr Pfalzgraf? Also die Kollegen in Köln tun ihr Bestes. Und wieso kriegt man dann einen solchen Platz nicht in den Griff? Das ist relativ einfach. Da gehört Politik dazu, die Drogendealer als Kulturinitiative verharmlost, genau. Wie aber Bonnet eben getan hat. Man kann solche Hotspots, die es überall in Deutschland, in den Großstädten zumindest gibt, die kann man nicht allein mit polizeilichen Mitteln lösen, aber eben auch. Die Polizei spielt da ihre Rolle, die Justiz muss ihre Rolle spielen und zwar zeitnah und effizient. Keine Justizstätte, diese Rolle kann die Justiz im Moment ebenso wenig spielen wie die Polizei, weil es da nämlich auch einen ausgesprochenen Mangel gibt in den Staatsanwaltschaften, bei den Richtern und so weiter und so fort. Das heißt, da ist schon der Bruch da. Wir haben eine Anklagequote in Berlin, die liegt zwischen 10 und 20%. Das heißt, von 100 Straftaten werden nur 10 bis 20 angeklagt und abgeurteilt noch weniger.
Und da lachen sich dann tatsächlich die Verbrecher ans Fäustchen. Um der Vollständigkeit halber für den Kriminologen. Die Rolle ist nicht nur für Polizei und Justiz vorgesehen, sondern da braucht man natürlich starke Quartiersmanagements, da braucht man gute Straßensozialarbeit. Man muss die Leute, die da wohnen, mit einbeziehen. Ja. Solche Leute wie den Geschäftsinhaber, der auch will, dass es da besser wird. Wir sind ja auch wie eine Art Insel für die Leute. Ich habe tatsächlich Kunden, die morgens um 4, wenn die zur U-Bahn runtergehen und sehen, eine Bahn fährt erst in 10 Minuten, die kommen gezielt wieder nach oben zu mir, halten sich bei mir auf, um dann rechtzeitig zur Bahn runterzugehen. Sie wissen, Sie sind der sichere Ort. Der Platz ist nicht. Das würde ich gerne mir noch erklären lassen. Es gibt Begriffe, Herr Pfalzgraf. No-Go Areas ist ein Begriff, den man lange gehört hat. Das nennt man einen Angstraum und es gibt sogenannte gefährliche Orte, die in Städten so benannt werden können, wo die Polizei dann Sonderrechte hat. Können Sie uns erklären, was ist ein Angstraum, was ist ein gefährlicher Ort und was ist wirklich eine No-Go-Area, eine sogenannte? Also sowohl der Begriff, der schon englisch falsche Begriff, der No-Go-Area, das ist eine schöne Erfindung, sage ich jetzt mal so. Aus meiner Sicht gibt es in Deutschland keinen Ort, an den die Polizei nicht fährt. Manchmal warten wir auch ein bisschen Verstärkung, weil wir wissen, da geht es zur Sache. Das war nämlich der Hintergrund. No-Go-Areas hieß es, das sind Orte, an denen nicht einmal die Polizei sich mehr hinkommt. So etwas gibt es nach meiner Kenntnis in Deutschland nicht. Das halten wir jetzt mal fest. Ja? Die gibt es bei meinem Cousin in Paris. Okay. Der wohnt in den Banlieues. Da sind tatsächlich Orte, da fährt die Polizei nicht mehr hin. Also, aber ich finde das gut, dass Sie das sagen, denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es solche Orte in Deutschland gibt. Was sind Angsträume? Angsträume ist auch das ist eine. Vielleicht will Herr Fettes dazu noch was sagen. Ich glaube, dass das ja eher so eine politische Erfindung ist, weil man das Problem irgendwie beschreiben will. Ich glaube, dass Angsträume eigentlich Kriminalitätsbrennpunkte sind. Oder aber Sozialbrennpunkte, da entstehen Angsträume dann, so würde ich mir das herleiten, aber im Kern ist das eher ein psychologischer Begriff. Wenn die Stadt Köln den Ebertplatz zu einem gefährlichen Ort erklärt oder die Berliner den Görlitzer Park, was ist das dann? Gefährlicher Ort ist sowieso politisch schon nicht mehr korrekt. Also wir sprechen jetzt nicht mehr von gefährlichen Orten, weil das würde ja bedeuten, dass die Behörden sagen, da ist es gefährlich. Und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr. Und das wäre nicht ehrlich? Das sind jetzt Kriminalitätsbrennpunkte und man darf also da nicht mehr gefährlicher Ort zu sagen. Das ist auch, es gibt auch keine Liste der gefährlichen Orte mehr. Sonst würde die Politik ja zugeben müssen, an diesen Orten ist es gefährlich. Das ist politische Überkorrektheit, die überhaupt nicht zielführend ist. Nicht in keinster Weise zielführend ist, sondern wir müssen eine klare Wirklichkeitsbeschreibung machen und auf die Menschen hören, die an diesen Orten wohnen. Und auf die Straßensozialarbeiter hören, die genau dieses Feeling haben vor Ort und auf die Polizisten hören, die da ihren Dienst machen. Herr Amthor? Genau, diese politische Überkorrektheit, genau die ist es auch, auf die Jens Spahn gezielt hat und auf die ich ziele, weil wir müssen die Realität der Leute eben ansprechen, das, was wir hören. Und das ist kein Vorwurf an die Kölner Polizei, sondern wenn ich die Zustände höre, die Sie beschrieben haben, dann sieht man einfach, dass ich glaube, dass Zustände wie am Ebertplatz oder am Görlitzer Park nicht das sind, was wir uns als Normalität in einem funktionierenden Rechtsstaat vorstellen. Gehen wir doch mal auf den Punkt zurück. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Dahinter, Quartiersmanagement ist das eine, dahinter stecken aber oft auch kriminelle Clans und kriminelle Banden, die wir gezielt und deren Strukturen wir gezielt aufbrechen müssen. Wir haben das Geldwäschegesetz geändert, dass man dort gezielt auch die Räume austrocknen kann. Ja, wir müssen an diese Clans und da muss das, was ich am Anfang gesagt habe, Herr Feldes, der harte Vollzug des Rechtsstaats, der muss da nämlich rein. Da kommen wir gleich das darauf muss man aufbrechen. Zur Lösung, aber das Sie wollten gerne Kollege noch zur Analyse was sagen. Großem Nachdruck. Also, ja, das gehört, macht Herr Bartrock. Gehört der CDU großem Nachdruck. Ganz Sie genau. Sind, beide wir Herren Sie nicht sehr gut. Mal. Beide Herren sind zu schnell auf den Kollegen Reul und Nordrhein-Westfalen. Kommen wir, ich würde gerne ganz kurz noch zu den Clans bleiben. Oder wozu wollten Sie was sagen? Nee, wir sind etwas sehr schnell über das Problem Drogenkriminalität hinweggegangen, finde ich. Weil es war schon beachtlich, dass Herr Pfalzgraf sagt, es ist im Grunde genommen nicht primär ein polizeiliches Problem. Ja, aber was ist es denn dann? Ja. Dann ist ein Problem unserer Gesundheitspolitik und dann müssen wir dort ansetzen. Und es ist ja nicht zufällig, dass der Vorsitzende einer anderen Polizeigewerkschaft die Legalisierung von Cannabis verlangt hat. Auch die FDP macht das. Weil jetzt explodiert Herr Amthor gleich, ganz klar. Aber selbst in anderen Ländern, den USA und den Niederlanden, hat man damit entsprechend gute Erfahrungen gemacht. Und das würde der Polizei eben auch Freiraum geben, sich um andere Probleme zu kümmern. Stimme voll zu.
Drogenabhängigkeit ist nun mal primär ein gesundheitliches Problem, was von den Dealern ausgenutzt wird. Da stimme ich Ihnen auch zu. Aber die Drogenkriminalität ist etwas von den Dealern, was dann von den Dealern gemacht wird. Und ich habe gelernt, je härter die Droge oder je schwieriger, desto härter auch die Kriminalität. Ja, aber das sind die Kleinen. Also, an die Großen im Hintergrund, das ist dann Stichwort Clan-Kriminalität, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Aber Herr Feld, Ihnen ist auch klar, das wissen Sie auch, es gibt auch Studien, die sagen, wenn die Leute sich nicht über Cannabis finanzieren, dann wird diese Marktwirtschaft, die da stattfindet mit Drogen, dann werden die sich über andere Drogen finanzieren. Aber wo sind die Käufer? Und dadurch brechen wir das ja nicht auf. Dadurch brechen wir das nicht auf, sondern damit fördern wir diese Drogenpolitik und dem treten wir da entschlossen entgegen. Und dieses Bagatellisieren, der kleine Drogenmissbrauch, so fängt es nämlich an, wenn wir sagen, der kleine Diebstahl, der kleine Drogenmissbrauch, es geht um diese Kleinigkeiten, die sich auch im Lebensalltag abspielen, so genau, dass wir da, das auch mal sanktionieren. Da sind wir jetzt bei der Frage, tatsächlich, was hilft gegen diese Zustände? Wir haben ein Beispiel, von dem man immer redet, das ist New York, die 90er Jahre. Plötzlich wurde eine Stadt mit der sogenannten Null-Toleranz-Politik sicher. Jetzt hat Nordrhein-Westfalen etwas auf den Weg gebracht, was viele daran erinnert. Im Wahlkampf versprach Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, ein hartes Durchgreifen gegen Kriminelle. Es darf in Deutschland nicht Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben. Wir haben vor ein paar Tagen gehört, die Leute rufen 110 an, da hebt überhaupt keiner mehr ab. Ich will in diesem Land ein liberales Land haben, aber mit null Toleranz gegenüber Kriminellen. Eine Null-Toleranz-Strategie soll Nordrhein-Westfalen sicherer machen. Angelehnt an New York, wo Polizei und Justiz in den 90er Jahren selbst kleine Vergehen hart bestraften. Der CDU-Innenminister gibt sich durchsetzungsstark. Polizei hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Und es muss wieder klar sein, wer die Regeln verletzt, muss mit einer passenden Sanktion rechnen. Übersetzt heißt das, wir gehen konsequent gegen jede Kriminalität vor, auch gegen vermeintliche Bagatellkriminalität. Ist Nulltoleranz die richtige Strategie für mehr Sicherheit? Herr Baum, Sie haben am meisten Erfahrung als Innenpolitiker. Können Sie uns sagen, was er damit meinen könnte, auch gegen vermeintliche Bagatellkriminalität? Es gibt ja schöne Beispiele in Singapur, spucken Sie ein Kaugummi auf die Straße und Sie werden verhaftet. Ja, da müssen wir mal uns einigen, was ist Bagatellkriminalität. Bitte. Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, die Polizei ist ja manchmal zu Dingen gefordert, die sie eigentlich gar nichts angehen. Warum muss sie bei jedem Blechschaden da sein? Warum gibt es so viele Ablenkungen von der eigentlichen Sicherheitspolitik durch Gesetze und durch Vorschriften, die die Polizei dann anfordern? Kann man die Polizei nicht entlasten von solchen Dingen, die Frau Maischberger eben jetzt als Bagatellkriminalität bezeichnet hat? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass Ihre Fragestellung in die falsche Richtung führt, Herr Baum. Ja. Weil diese grundsätzliche Erkenntnis, dass man bei der Verwahrlosung, bei Verwahrlosungstendenzen in bestimmten sozialen Räumen, dass man niedrigschwellig dafür sorgen muss, dass die Regeln eingehalten werden. Ja, da sind wir uns ja vollkommen einig. Aber das wird ja nicht mehr getan. Das ist ja auch das große Ungerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung. Jeder Autofahrer wird bis ins Brotfach verfolgt und die Drogentüler, die Drogendealer, die kommen also vielleicht nach dem dritten Mal zu einem Haftprüfungstermin. Aber Sie sind zu schnell. Das würde mich wirklich interessieren. Sie haben ja gesagt, die Verwahrlosung der Orte, das ist etwas, was dann... Und deshalb dann doch die Frage, also wie begegnet man den Anfängen so, dass man sagt, gut, jeder, der ein Kaugummi ausspuckt, bei Rot über die Ampel geht, der Müll auf die Straße wirft, wird der dann schon verfolgt? Den Fahrrad auf den Bürgersteig fährt und. Ist das, was man machen muss? Das gehört aus meiner Sicht, auch nach den Erfahrungen, die in verschiedenen anderen Ländern gemacht wurden, gehört das dazu. Man muss, auch alle Regeln müssen befolgt werden und die Polizei muss auch offensiv ansprechen. Können Sie das, können Sie auch noch jeden Fahrradfahrer, der auf dem Bürgersteig ist, zu der Geschichte, wie sollte es sein? Also die Wunschvorstellung, vielleicht auch die Wunschvorstellung des einen oder anderen Bürgers, der sagt, ich möchte mich wieder sicher fühlen, ich möchte den Beamten vor Ort haben an der Ecke, den wir
das muss man auch realistisch sagen, nicht an jede Straßenecke in Deutschland werden stellen können. Das wird nicht funktionieren. So viel Polizei gibt es überhaupt nicht. Auch gut so ist, muss ich sagen, weil ein Polizeistaat wollen Sie in so einem Land davon. Eine Reflexreaktion von Ihnen erfällt es, sofort vom Polizeistaat zu reden. Wir sind von einem Polizeistaat in Deutschland weit entfernt und das wissen Sie. So ist überall. Aber wir haben Überwachungstendenzen gegenüber den Bürgern. Wir müssen jemanden auf die Ecke stellen und nicht von jeder jeder Ecke in Deutschland. Also da ist völlig klar, dass dieser Einwurf von Herrn Baum in die Richtung geht, naja, müssen dann alle Regeln eingehalten werden? Aus meiner Sicht schon, nur das macht Sinn und das muss auch unterstützt werden, muss von den Menschen mitgemacht werden. Aber wir reden aneinander vorbei, ich meine das gar nicht. Ich meine, dass man die Polizei von bestimmten Aufgaben entlassen kann. Ja, das ist aber jetzt die wirklich interessante Frage. Von Innenpolitikern kommt immer der Blechschramm, der Bagatellunfall. Ich sage Ihnen mal, die Verkehrssicherheitsarbeit ist eine der Kernaufgaben der Polizei und darf auf keinen Fall in private Hände gelegt werden. Aber das sind doch zwei unterschiedliche Konzepte. Was Sie sagen ist, es wäre gut, wir hätten so viel Polizei, dass wir wirklich alles verfolgen können, weil wir dann tatsächlich gar nicht erst in Verwahrlosung geraten. Herr Baum sagt, so einen Staat will er gar nicht haben. Nein. Sie wollen gar nicht, dass alle Delikte verfolgt werden? Nein, natürlich will ich, dass die Delikte verfolgt werden. Aber ich habe nicht die Illusion, dass das total geschehen kann. Nicht? Und selbst die Engländer haben mit ihren 10.000 von Kameras, haben sie eine Kriminalitätsrate, die höher ist als bei uns. Nicht wahr? Also man kann nicht totale Sicherheit herstellen. Was wir aber überhaupt noch diskutiert haben, die Instrumentalisierung der Angst durch die Politik. Ich war beteiligt, wir haben eben darüber geredet, an x Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt eine ganze Serie von Urteilen, wo dem Parlament gesagt wurde, du schränkst die Rechte der Bürger ein, ohne mehr Sicherheit zu gewährleisten. Geben Sie mir ein Beispiel. Das sind Symbole. Zum Beispiel der große Lauschangriff, die Online-Durchsuchung. Jetzt haben Sie ein Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Da gibt es eine Präventivhaft, die unbeschränkt ist. Es wird die drohende Gefahr reicht, nicht mehr die konkrete Gefahr. Alles wird vorverlagert. Ich trete hier nicht auf zum Schutz der Verdächtigen oder der Täter. Ich trete auf zum Schutz von uns, den normalen Bürgern. Wir werden immer mehr hineingezogen. Unsere Fluggastdaten werden gespeichert. Warum soll der Staat 5 Jahre aufbewahren, wann ich nach Mallorca geflogen bin und welche Essensgewohnheiten ich habe und wie ich bezahlt habe? Wir sind auf der Entwicklung partiell in einen Überwachungsstaat, sage ich Ihnen ganz hart. Da könnten wir lieber mal darüber reden, welche Daten denn Facebook und Google und andere mehr haben. Aber ich sage, genau, das spielt aber miteinander rein, weil wir leben in einer digitalisierten Welt und das Polizeiaufgabengesetz, was angesprochen wurde, das ist in Bayern, wie so vieles in der Sicherheitspolitik aus Bayern, ein richtiger Weg. Geht nach Karlsruhe. Das ist auch richtig, dass wir in Karlsruhe entscheiden. Und wir müssen aber auch mit den veränderten Rahmenbedingungen standhalten. Und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Und die Polizei muss auch kompetenziell in die Lage versetzt werden, neue Herausforderungen anzugehen. Und Armin Laschet hat vorhin in ihrem Einspieler einen sehr richtigen Satz gesagt. Wir leben scheinbar in Deutschland in einem Raum unterschiedlich starken Rechts. Und wir sehen, dass Abschiebungen, haben wir vorhin drüber gesprochen, in einigen Ländern gut funktionieren, in anderen nicht. Und dass das Recht manchmal dann an gefährlichen Orten, wenn man die so nennen will, gut funktionieren und an anderen nicht. Und deswegen wollen wir, das ist für mich noch ein wichtiger Punkt, mit einem Musterpolizeigesetz die Kompetenzen der Polizeien in den Ländern versuchen, auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen. Weil da haben wir auf jeden Fall einen Raum unterschiedlichen Rechts. Also Sie wollen im Prinzip und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass den Instrumentenkasten, über den Sie gesprochen haben, den müssen wir dringend erweitern. Ja. Das macht aber die Koalition von Herrn Laschet, dem auch die FDP angehört, so nicht mit. Also jedenfalls nicht so wie in Bayern. Das wurde vereinbart im Koalitionsvertrag. Sehr genau wissen wir nicht, was in Bayern passiert. Wir wissen auch noch nicht, was in Nordrhein-Westfalen passieren wird. Aber ich würde schon noch mal ganz gerne wissen, was Sie eigentlich meinen, wenn Sie sagen, Sie haben das vorher so formuliert, dass der Staat sein Recht nicht durchsetzt oder man muss in die Lage versagt. Wo ist denn da das Defizit? Ja, das Thema Abschiebung möchte ich dafür vielleicht gerne nennen. Aber jetzt im kriminellen Raum, Beispiel Ebertplatz. Bleiben Sie mal bei diesem Fall. Wo ist da dann das Problem, wo der Staat, meinen Sie, das Recht, was er hat, nicht durchsetzt? In Bayern zum Beispiel. Wird in Bayern konsequent abgeschlossen. Also worüber wollen wir jetzt reden? Sie haben gesagt Ebertplatz. Wenn wir uns den Ebertplatz anschauen, dann ist es natürlich so, wenn wir sehen, dass dort permanent Dealer irgendwie unterwegs sind, dann fragt man sich doch, warum werden die dann nicht entsprechend bestraft? Und was sind da eigentlich die Probleme? So. Wieso findet diese Struktur weiter statt? So. Und da müssen wir sehen, dass wir teilweise noch Hindernisse haben, um zu ermitteln,
um zu bestrafen. Würde denn da diese sogenannte Null-Toleranz-Politik, die Herr Laschet uns versprochen hat, würde das denn helfen? Ja, die hat nicht nur Herr Laschet versprochen, sondern auch Horst Seehofer. Und wir müssen sehen, an den Stellen, wo die Länder nicht in der Lage oder nicht willens sind, den Rechtsvollzug so durchzusetzen, wie wir uns das in einem starken Staat vorstellen. Dort wollen wir auch unterstützen. Glauben Sie denn nicht, dass da neue Dealer kommen? Jetzt eine Ansage. Also, dass der das ist das, was Horst Seehofer gesagt hat. In die Länder hinein regieren will. Aber ich würde gerne zu Null-Toleranz etwas das sagen. Das ist etwas, was viele Leute als ein wirkliches Hilfsmittel ansehen. Ja. Bloß keine Bagatelldelikte durchgehen lassen, Null Toleranz für alle Delikte und dann werden die Sachen nicht da enden, wo sie am Eberplatz sind. Ich war zufälligerweise in den 90er Jahren 5-mal in New York und habe mehrmals mit dem New Yorker Polizeipräsidenten gesprochen. Just zu der Zeit, wo diese Null Toleranz-Politik hier auch dazu geführt hat, dass Politiker, dass Polizeipräsidenten von hier dorthin gechattet sind, um von New York angeblich zu lernen. Und der Effekt war primär eine Verdrängung von Kriminalität, so wie wir es hier auch gehört haben. Was früher auf dem Heumarkt war, ist dann bei Ihnen gelandet, weil die Polizei dort einen Bereich dicht gemacht hat. Genauso war es auch in Manhattan. Das, was dort früher lokalisiert war, ist verdrängt worden. Das war das eine. Das zweite, was man hier in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen hat, ist, dass die New Yorker Polizei extrem schlecht organisiert war. Und das kann man von unserer deutschen Polizei, weiß Gott, nicht sagen. Wir haben mit einer der besten Polizeien weltweit. Ja, ja. Von daher gilt dieser Ansatz Null Toleranz, wie er in New York geprägt worden ist, für uns überhaupt nicht. Aber er gilt dort, wo wir Situationen haben, wo aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Lage in einem Stadtteil tatsächlich wir eine Verwahrlosung haben und wo dann, und darauf geht der Begriff Null Toleranz zurück, solche Häuser verfallen, wo Menschen auf der Straße herumhängen, weil sich niemand um sie kümmert und wo wir mit Sozialarbeit, mit Gesundheitspolitik und mit Stadtteilpolitik Änderungen herbeiführen können, aber nicht mit Polizei. Ja. Also Sie sagen, so ein Platz wie der Eberplatz in Köln ist mit Polizei nicht zu lösen, sondern die Sozialarbeiter, das habe ich nicht ganz verstanden, das müssen Sie mir natürlich erklären. Kann ich das mit Polizei lösen, indem ich eine Hundertschaft rund um die Uhr dorthin stelle. Dann habe ich keine Probleme mehr, dann habe ich sie woanders. Ich bringe ja keinen einzigen Drogenabhängigen durch die Polizei dazu, weniger oder gar keine Drogen mehr zu nehmen, sondern ich muss versuchen, mich diesem Drogenproblem gesundheitspolitisch zuzuwenden und den anderen Problemen in den Stadtteilen, zum Beispiel mit Kümmerern, wie man das in Bremen macht, oder mit Stadtteilsorgern, die sich darum kümmern, welche Probleme haben wir in unserer Nachbarschaft und die dort dann ansetzen. Also eher Soziales als die Polizeiarbeit in den Mittelpunkt stellen, übersetze ich jetzt mal ein bisschen flapsig. An den Ursachen. Aber das glauben Sie, dass wir da helfen? Also bei mir wird es nicht funktionieren. Denn die Klientel, um die es geht, die würden sich nicht von einem Sozialarbeiter auf den rechten Weg bringen lassen. Und die Kunden erst recht nicht, weil keiner der Kunden, die... Was würden Sie sich denn wünschen? Oder wenn Sie gucken aus Ihrem Kiosk raus und sehen, was da passiert, was glauben Sie, was funktionieren würde? Also mein großer Traum ist ja so ein japanischer Zustand, so absolute Organisation. Sie haben das mal studiert, Frieden, ne? Ja, ich war auch mehrfach in Japan, da kann man nachts über die Straßen gehen, da ist es sauber. Wie machen die das? Ja, das ist eine gute Frage. Also, soweit habe ich leider am Ende nicht studiert. Aber jetzt mal ernst, also was das ist doch, man hat doch das Bedürfnis, dass es solche Plätze nicht gibt. Und ich würde gerne von Ihnen hören, was tut man, Herr Baum, damit solche Plätze nicht existieren? Oder ist das ein Wunsch, den wir in der freien Gesellschaft nicht haben dürfen? Also wir müssen die Grenzen unserer Bemühungen sehen. Nicht? Also das hat er ja, Herr Feltes, sehr gut dargelegt jetzt. Dass die Ursachen liegen tiefer. Wenn wir die Kriminalität dort verdrängen, ist sie irgendwo anders. Das heißt, wir müssen an den Ursachen die Sache festmachen. Aber beides, Sie haben vollkommen recht, beides muss geschehen. Nicht? Dass man also auch die Kriminalität nicht laufen lässt, dass nicht dem Bürger das Gefühl gibt, die können da machen, was sie wollen. Nicht? Das geht auf keinen Fall. Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir das Verbrechen beseitigen. In Japan, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in Japan, die haben eine ganz andere Mentalität. Die Kölner sind nicht unbedingt die saubersten, was die Stadt angeht. Nicht? Die Japaner haben ganz hohe Selbstmordrate, nur mal eingeworfen, die Japaner. Es gibt immer Schattenseiten, Frau Pohl. Sie sind in der Verwahrlosung lebt sich's angenehm. Frau Pohl, Sie sind hierher gekommen und haben uns von Ihrer Angst erzählt. Sie haben jetzt ganz viel gehört darüber, wie Politik, wie Polizei, wie Kriminalismus
Statistik das sieht. Haben Sie eine Vorstellung davon, was passieren müsste, damit Sie wieder angstfrei auf die Straße gehen? Gibt es das Land? Kriminelle härter bestrafen. Punkt. Das ist meine Ansage und dazu steht völlig auch. Unzureichend. Und völlig unzureichend. Ich finde auch, dass aber ein Teil. Nee, es ist wirklich ja, wie so. Sie, was wollen Sie stärker an, bestrafen? Ich höre immer wieder, Einbruchdiebstahl ist ein Verbrechen in Nordrhein-Westfalen. Frau Pohl hat das Wort. Weil ich immer wieder auch in den Medien höre, wie viele Kriminelle auch wieder festgenommen werden, auf freien Fuß gesetzt werden, dass sie Verhaltenstherapie bekommen, dass sie in Freizeitarbeit leisten müssen. Das ist keine Strafe, meines Erachtens. Sie kommen auch aus ganz anderen Kulturkreisen. Die kennen diese Strafen in dieser Form nicht. Die lachen uns aus. Und das muss einfach härter durchgegriffen werden. Wir machen das nächste Mal eine Justizsendung. So habe ich Sie jetzt verstanden, weil wir an dieser Stelle diese Diskussion jedenfalls beenden müssen. Herr Baum ist dann wieder dabei. Der kennt sich auch da aus. Frau Pohl, vielen Dank, dass Sie uns geschildert haben. Herr Migridicjan, vielen Dank, dass Sie uns den Eberplatz hier reingebracht haben. Und herzlichen Dank, die Herren, dass Sie versucht haben, ein sehr kompliziertes Problem mit einfachen Worten zu lösen. Das war es von uns für heute. Es kommt jetzt das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Einen schönen Abend für Sie.